Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant, dem Sinnoh-Remake, auf das wir alle schon so lange gewartet haben. Wir befinden uns gelassen in Trostu, einer Stadt, wo man sorgenfrei leben kann. Hier sind einige Menschen am Stissel, aber auch nicht nur Menschen, sondern auch Pokémon sind Teil dieses Ortes. Wie unter anderem unsere neuen Pokémon, die wir hier jetzt am Start haben, und zwar Gardner. Ich musste sie jetzt weiblich benennen, weil ich habe ein weibliches bekommen und habe vergessen zu speichern. Mein Gott, passiert. Ist ja per se nicht so schlimm. Dieses Fossil danke ich vor allem Eva, denn sie hat uns dieses Pokémon hier getauscht, Trauma, mit einem Schild daraus, hat extra das Panzerfossil gefarmt dafür für uns. Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Also Trauma und Gardner, unsere beiden Neuzugänge und somit unsere letzten Teammitglieder, wie ihr hier jetzt schon sehen könnt. Und ja, ein 10er-Team. Wir haben hier ein stilles Trauma, das passt eigentlich ziemlich gut, ne? Angriff minus Verstärkung ist völlig fein, Verstärkung ist ein sehr, sehr guter Wert auf ihm. Somit hätten wir ungefähr einen speziellen Tank. Und seine Initiative oder ihre Initiative ist leider nicht so gut. Spezialverteidigung minus für Initiative plus ist absolute Garbage. Also andersrum wäre mir besser gewesen. Aber mei, ist wurscht. Wir haben es dabei. Ich kann es nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist. Aber es ist jetzt nicht so ultra schlimm. Attacken habe ich denen noch gar nicht beigebracht, weil ich, wie gesagt, erstmal die beiden Mons herholen muss. Spuktabel, perfekt. Direkt schon mal ein Item für Trauma am Start. Und Steintafel wäre in der Theorie für Gardner ganz gut, weil wir können Gardner den Felsgrab beibringen, soweit ich weiß. Und dann kurz gucken. Kraftschub, Verhöhner, Felsgrab. Das wäre tatsächlich ein sehr, sehr gute TM für dieses Mon. Ansonsten kannst du noch Tarnsteine, Strauchler leider nicht und Zertrümmerer. Bin mir am überlegen, ob wir im Felsgrab haben. Ich glaube, wir leveln ihn erstmal so und schauen, was passiert. Trauma hat noch nicht wirklich gute Attacken. Konfusion, Erstauner, Grollheuler. Das ist auch noch nicht so nice. Aber ja. Kommt noch. Ja. Wir haben noch ein Ei außerdem. Haben wir ja vor ein paar Parts von einem Fremden bekommen. Und mit diesem Team werden wir jetzt ein bisschen leveln und dann werden wir immer mal wieder die Teammitglieder auswechseln zu Beginn von bestimmten Parts. Und dann wird sich das mit der EP-Kurve hoffentlich legen. Wie gefällt euch mein Team? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, welche Pokémon ihr davon am meisten feiert oder welche ihr gerne gesehen hättet, welche ihr gedacht hättet, so ich würde nehmen. Aber ja, wir machen jetzt weiter mit Trostu. Wenn ich groß bin, möchte ich mal im Pokémon-Hort arbeiten. Ja, wunderschöner Arbeitsort, glaube ich. Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt da übrigens auch eine App für den Pokédex namens Pokémon History. Damit erhältst du Informationen zu deinem Pokémon-Fängen. Okay. Bisschen useless, finde ich, aber ja. Bei der Pokémon-Nutzung kannst du ansehen, welche Pokémon du zuletzt erhalten hast. Kann man bestimmt mal irgendwie gebrauchen, wenn man nicht weiß, was man so. Alter, hier sieht man einfach mal fast mein ganzes Team, ne? Wir haben Kramoxer gegeben und Cognodon. Haben wir immer noch, glaube ich. Ja, Ponita. Ja. Okay. Hier steht nur über gefangen, nicht getauscht. Komisch, dann ist es ein bisschen weird. Aber naja, hier sehen wir unser Team und den Itemradar, den wir eigentlich so gut wie immer offen haben. Ja. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Hallo Reisetrainer, nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probier stattdessen doch mal in Schleide oder Weideburg. Genau, unsere Mission ist ja nach Schleide zu gehen. Und zwar hier. Denn wir können nicht hier unten hin nach Weideburg diesen Weg gehen, weil der ist immer noch blockiert, soweit ich weiß. Und Schleide sollte eigentlich auch das Ziel sein. Ja. Bitte leider das Pokémon Hort zu geben, als solcher Gutachter für erstmal den Pokémon der Trainer. Sprich mit meiner Frau, falls du ein Pokémon in unseren Obhut geben möchtest. Genau, hier kann man seine Pokémon abgeben. Wenn man zwei Pokémon abgibt, kann es sein, dass wenn sie in derselben Eigruppe sind und sie unterschiedlichen Geschlechtern angehören, dass sie auch Eier legen. Und ich bin die Leiterin, möchtest du Pokémon? Nein. Komm bald wieder. Ja, Zucht, ne, ihr kennt es, funktioniert in Person am besten, Pokémon Hort, kümmern uns drum und züchten Hardcore-mäßig. Basic as usual und so weiter. Hin und wieder wird im Pokémon Hort ein Ei gefunden, allerdings weiß niemand, wie diese Eier dort hingelangen, ob sie wohl jemand dort versteckt. Ja, also die Eier werden auf ganz andere Weise erzeugt. Bis es halt niemand gesehen haben, wie Pokémon Eier liegen. Es ist also nicht bewiesen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen. Warum ist Team Galactic im Fernsehen? Okay, ich habe wieder knapp verpasst.
Die haben über mich geredet. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Früher war hier nur eine Straße, sonst war im Wald nichts. Dann zogen Pokémon und Menschen her und mit der Zeit entstand dieser Ort. Ja, nice, Diggi. Nein! Okay, schon mal nix. Hier ist ein Haus. Ja, die Häuser sind ein bisschen weird. Voll mitten in den Wald reingebaut. Das Wesen eines Pokémon ist also naiv, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es heranwächst? Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar viel Dörfchen ins Weideland und viel mehr gegeben haben. Ja. Das hier ist quasi so ein bisschen so eine Cowboy City Land oder was? Das mit den Bäumen sieht es immer so crazy aus. Oh, die frische Luft hier tut richtig gut. Auch die Pokémon scheinen sie zu genießen. Pokémon Zeitungsverlag. Talentierte Pokémon-Fänger gesucht. Mhm. Okay, schauen wir mal, was die hier so wollen. Ich bin ja ein talentierter Pokémon-Fänger, würde ich sagen. Huch, grüß dich. Du hast sicher die Stellenausschreibung draußen gesehen, nicht wahr? Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Sag mal, ist das nicht mein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Albe. Da trifft sich gut, denn genau so einen Pokémon-Experten wie dich suchen wir. Bring mir bitte einen Beedifast vorbei, und zwar noch heute. Wenn wir die Fries nicht anhören, wird der Sonne wirklich nicht mehr rechts empfehlen. Also erledige auf bitte noch im Verlauf des heutigen Tages, okay? Die Zeit versehen hat zwar keine riesige Auflage, dafür aber umso mehr Fans. Sie geht genau hier in Druck. Mhm. Ja, Beedifast, sorry Bro, können wir nicht dienen. Schwierig. Haben wir nicht. Hättest du mich nach Kognodon oder Schildriss fragen können, das wäre viel einfacher gewesen. Bidiza ist leider ausverkauft heute. Hier ist irgendwo ein Item, ich weiß es doch. Jetzt habe ich es verpasst, oder? Ja, Moment, habe ich nicht. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wärst du es lieb, in die Wurzeln, die dort leben? Okay. Wo ist dein Sohn? Warum ist er nicht hier? Der war doch früher mal dort. Gut, wir werden noch einmal rundkurs laufen müssen. Yay! Um hier hinzukommen. Ich glaube, hier ist ein verstecktes Item. Nicht? Tschüss. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Wir wollen hier hin. Ah, jetzt habe ich die Ruinen verpasst. Scheiße. Moment, hier gab es doch drei Häuser, oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Nee, es gab nur zwei Häuser, stimmt. Das unwichtige Haus und das eine Haus. Früher war hier in dem Haus der Stickerkoffer zu finden. Aber ja, hier ist eine Höhle. Ne? Man könnte sie im Remake tatsächlich verpassen, wenn man das Game gar nicht kennt. Ich glaube, das verpassen viele. Denn hier gibt es die Trostruinen. Und hier sind seltsame Hieroglyphen eingeschrieben in Incognito. Incognito ist ein Pokémon, das aussieht wie ein Buchstabe des Alphabets. Also der Buchstabe, die wir nutzen, ne? Der 26. Und wir sehen hier ein O, ein B, ein I, ein N und ein R, ein E, ein R, ein C, ein H, ein T und ein S. Das heißt oben rechts. Und dann haben wir unten links, oben rechts, oben links, unten links. Und ich meine, die haben das sogar geändert. Ich glaube, das war anders früher. Naja, das gibt uns die Wegbeschreibung nach ganz unten. Hier sind manchmal Items versteckt in den Sackgassen. Deswegen werden wir auch jede Sackgasse abgehen. Haben wir jetzt nicht gemerkt, wo es lang geht, aber egal. Genau, und ich glaube, fast jede Etage sollte ein Item sein. Und ganz unten befinden sich ganz, ganz viele tolle Items auf jeden Fall, die wir uns auch snacken werden. Stimmt, in Diamant war der Junge gar nicht. Der war ja hier. Das ist der Junge, by the way. Irgendetwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gern her. Schau noch einmal mit mir zu Hause vorbei, dann gebe ich dir meine Ballkapseln. Die kannst du mit Sticker verzieren. Genau. Stimmt, in Platin war der nämlich schon zu Hause. Aber in Diamant ist der tatsächlich in den Ruinen abgehauen. Ganz, ganz weirder Boy. Also ich würde nicht alleine in der Höhle laufen, das wäre ein bisschen creepy. Aber gut, muss er wissen, ne? Schutz- und Fluchtzeil gibt es hier auch, weil hier gibt es eigentlich auch Pokémon. Um genauso sein, Incognitos.
Ich glaube, der Trainer will mit einem kämpfen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Okay, da ist kein Item. Ich habe mich früher hier so krass verlaufen als Kind. Aber mittlerweile ja nicht mehr. Ist ja eigentlich ein Labyrinth-System, ne? Oh, da wollte ich gar nicht hin, hey. So, hier geht's nur runter. Und dann hat man hier einen größeren Raum. Das ist schon interessant, dass der Raum jetzt hier auf einmal größer ist. Noch ein Riesenpilz, nochmal schön Asche. Geld, 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 weil wir ja gar keine Geldprobleme, Geldsorgen haben. Hier geht's nochmal hoch. Und dann geht's nochmal bei der anderen Seite auch hoch und dann wieder runter. Mini ist deutlich verzwickter. Warte mal, ist hier ein verstecktes Item? Weil hier ist es so weitläufig. Okay, nee. Kein verstecktes Item. Ich glaube, hier geht's. Nee. Okay. Ist schon mal nicht richtig. Ah, ich glaube, hier geht's runter. Aber wir gehen nochmal hoch. Und es ist eventuell kein Item. Und dann sind wir schon unten. Freundschaft. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ich fand es damals so krass. Aber eigentlich ist es ja true. So, Leben braucht anderes Leben, um etwas Neues zu schaffen. Weil sonst ist Leben nicht lebenswert. So. Nugget. Sonnenwung. Schrägrau. Also richtig sicker Items und eine Hirntafel. Wobei Schrägrau und Hirntafel sehe ich das gleiche. Aber auf der Rückseite der enthaltenen Tafel ist ein Inschrift eingeweckt. In diese Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Oh yeah. Genau, ja, haben wir eine weitere Tafel für unser Pokémon. Und zwar die Hirntafel, perfekt. Und wir haben eine Menge Geld. Nugget 5000 und Riesenpilz noch ein bisschen Asche. Sonderung haben wir auch schon 4 Stück, also das ist auch viel eigentlich, fast schon. Ja. Ich würde gar nicht jetzt einfach mal die Steintafel geben. Aber auch just for the Lulz. Und früher hat man hier Auflockern bekommen. Zumindest war das mal so. Warum man es jetzt nicht bekommen hat, weiß ich gar nicht. Eigentlich, ich nehme Fluchtzeit, ich habe keinen Bock zurückzulaufen. Eigentlich braucht man doch Auflockern. Also auch in Diamant, oder nicht? Das war doch gerade das große Ding hier. Naja. Vielleicht kriegen wir das wann anders. Das ist komische Interaction. So, und jetzt müssen wir nochmal zu dem Haus von dem Kiddo für die Ballsticker. Kiddo. Ich erforsche die Kognito, dass im wundersamen Pokémon in ganz unterschiedlichen Formen auftreten. Solltest du ein Exemplar besitzen, wie ich dir selber, wenn du es mir zeigen könntest. Ah, okay, das muss man immer noch machen. Man muss jetzt die Kognito fangen, die nach Buchstaben aussehen, dann gibt er dir die Buchstabensticker. Und dann konnte man, ja, bestimmte Dinge schreiben. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, weil das wurde ja, also man konnte ja obszöne Sachen schreiben. Aber, ja, I guess. Es ist trotzdem witzig. Man muss halt die Kognito fahren dafür, das ist halt so das Lame daran. Aber gut. Happening. So, wir haben relativ viele schwache Pokémon bei uns. 2 und ein Pokémon-Ding. Das heißt, wir haben nur 3 stärkere Mons. Ja, das sollte reichen. 3 stärkere Mons. Können ja mal ein paar Trainer mitnehmen. Eigentlich sind wir jetzt fertig mit Trost, du Lel. Deswegen geht's schon direkt weiter. Route 210. Wildbierbeeren. Das ist, glaube ich, die Anti-Frierbeere, also wenn man eingefroren ist. Ah, nee, wir können Turm der Rune machen, weil jetzt müssen wir Trainer machen und Turm der Runen wären auf jeden Fall Trainer, die wir machen müssen, glaube ich, die man nicht umgehen kann. Und da wäre es praktisch, wenn wir das machen. Kann nicht laufen im hohen Gras, das ist neu. Aber interessant.
Genau, Turm der Runen, damit ich ihn euch zeigen kann. So, zack. Der Turm der Runen. Wo Pokémon ihre letzte Ruhe haben. Ich glaube, hier gibt's Auflockern. Stimmt. War ja ein Diamant noch ganz anders, ey. Okay, den Pokéball will ich haben, deswegen muss ich den Trainer leider herausfordern. Ah, ein Gespenst, weg mit dir, los, helft mir meine Pokémon. Okay. Knirps Oscar. Los, Gunkapu! Ich bin kein Geist, du Keck. Okay, Level 16 ist schon hardcore. Gardner, komm zurück! Los, Nitra! Energiefokus! Läuft zu Hochtouren auf. Nitro-Ladung! Krass, dass es so wenig Damage macht, trotz Feuerdarbel. Säurespeier, okay. Spezialverteidigungs-Drop. Nitro-Ladung! Okay, auf einmal reicht's. War das ein Crit? Oder? Weird. Ja, Garden erreicht direkt erstmal 6 Level. Trauma erreicht auch ein Level. Zack. Verteidigung ist en masse gestiegen. Die Werte sehen solide aus. Verhöhner. Schalellos. Das ist natürlich jetzt bitter. Bitter, sweet. She knocks me off my feet. So, hier, bam! Los, Sugar! Wir haben ein Team aus weiblichen Pokémon gerade, merke ich. Wir haben... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Kurze Spielpause! Lol!